promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus, cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses are distorted. Set fire to my purpose. Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen speziellen Gast hier. Ihr habt es bestimmt schon an dem Titel gelesen. Ich habe zwei neue Familienmitglieder hier bei mir. Ich kann euch die gleich mal vorstellen. Das ist der kleine Peanut. Das ist ein kleiner Mini-Pomeranian Zwergspitzhund. Ich liebe dich. Und ich habe ihn jetzt schon ein paar Tage. So, ich habe jetzt mal die Kamera ein bisschen nach unten gemacht, damit ihr den kleinen Mann sehen könnt. Und zwar habe ich mir zwei Pomeranian-Hunde geholt, also zwei Zwergspitzhunde. Eigentlich, muss ich ehrlich sagen, wollte ich nur einen haben. Aber irgendwie, ja, es war ganz, ganz komisch, die Geschichte. Ich bin dahin gefahren und ich wollte eigentlich die Coconut haben. So habe ich sie benannt, Coconut. Das ist seine Schwester. Die sind aus einem Wurf. Ich habe mich, bevor ich zu Coconut gefahren bin, um sie abzuholen, nach Köln übrigens. Ui, da ist jemand unruhig. Da habe ich mich vorher in Coconuts Bilder verliebt. Und als ich dann dort war, habe ich die Coconut live gesehen und habe mich auch mega extrem auch live verliebt und habe gesagt, okay, sie ist es. Sie wird mein Hund sein. Also sie nehme ich auf jeden Fall mit. Und dann haben die mir, tatsächlich waren da noch mehrere Welpen, dann haben die mir den Kleinen hier gezeigt. Die Coconut ist ein normaler Zwergspitz, er ist ein kleiner Mini-Zwergspitz. Und dann haben sie mir ihn gezeigt, bei ihm ist auch die Zunge die ganze Zeit draußen. Ich finde das so süß, also er sieht wirklich aus wie eine kleine Ratte, weil er so klein ist und auch so die Farbe einer Ratte hat. Und er ist einfach goldig und zwar auch vom Charakter sowie auch vom Aussehen, er ist einfach zuckersüß und ich bin sehr, sehr froh, dass ich den kleinen Mann ja jetzt hier auch mitgenommen habe. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, ja nur einen Hund haben, aber irgendwie habe ich das nicht so ganz hinbekommen. Ich habe ihn gesehen und ich konnte ihn einfach nicht da lassen. Natürlich sind zwei Hunde mega, die Verantwortung und auch vom Erziehen her nicht so super. Das ist die kleine Coconut. Man merkt aber schon, dass sie ein bisschen größer ist als er. Und sie ist halt auch sehr schüchtern, also auch sehr ruhig. Sie schläft auch sehr viel und wenn sie spielt, dann spielt sie so vorsichtig, also nicht so arg wild wie er. Das finde ich halt einfach sehr, sehr schön, dass beide einfach ihren eigenen Charakter haben, ihre eigenen Eigenschaften. Also ich bin mega, mega froh, dass ich diese zwei Welpen geholt habe. Ich werde mich jetzt ein wenig schminken und mich ein bisschen, ja, vorbereiten für den Tag. Ich habe schon heute ganz viel gemacht. Ich war sehr produktiv. Und jetzt mache ich zuallererst mein Make-up drauf. Ich liebe dieses Make-up. Ich habe Grey's Anatomy im Wohnzimmer an. Deswegen kann es gut sein, dass man das hört. Ich habe das für die Kleinen angemacht, weil die laufen immer von Wohnzimmer zum Schlafzimmer, vom Schlafzimmer zum Wohnzimmer. Aber aktuell jetzt um die Mittagszeit sind die halt sehr, sehr gerne im Wohnzimmer. Ich möchte heute eigentlich gar nicht so viel schminken. Ich möchte es eher so ein bisschen dezenter halten, das Make-up. Also ein bisschen natürlicher. Meine Augenbrauen werde ich heute nicht anmalen. Ich mache da nur dieses Got to Be drauf, dieses Fixing Gel. Das ist richtig, richtig gut. Das habe ich vom Raphael, der hat mir das gezeigt. Soll richtig gut fixieren. Ist auch sehr klebrig. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich wollte schon seit längerem einen Hund haben. Ich habe mir das auch schon lange durch den Kopf gehen lassen, einen Hund zu kaufen. Und habe mir da wirklich lange Zeit, also schon so ein Jahr lang, Gedanken gemacht. Soll ich mir jetzt einen Hund holen oder nicht? Passt das überhaupt jetzt in mein Leben rein? Habe ich die Zeit dafür? Ja, und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, einen zu holen. Naja gut, nicht einen, das sind ja jetzt zwei geworden. Also wenn schon, denn schon. Was ich jetzt auch noch gerne drauf mache, ist das hier. Das ist so ein Bronzer.
Auf jeden Fall, ihr Lieben, das Video wird gesponsert von Oceans Apart. Und ich freue mich, euch in diesem Vlog einen Rabattcode vorzustellen. Und das ist ein ganz, ganz spezieller Rabattcode. Bevor ich euch den Rabattcode erzähle und was ihr dafür alles bekommt, denn ihr bekommt wirklich sehr viel damit, will ich euch erstmal die zwei Sets zeigen, die ich mir bestellt habe. Das hier ist das eine Set, was ich bestellt habe in dieser wunderschönen Farbe. Man kann es halt einfach auch in der Freizeit anziehen. So schön sieht es aus. Also man könnte das hier einfach als Oberteil anziehen. Ich bin auf jeden Fall in love damit. Ich liebe es, weil es auch so schön an der Haut sitzt und weil es einfach gemütlich ist und weil ich das entweder gerne hier zu Hause anhabe, um damit zu chillen, oder auch einfach schön damit rausgehe und Kaffee trinke. Jetzt zeige ich euch noch das zweite Set. Die hat einen sehr elastischen Stoff und ich mag das. Sieht sich halt einfach so locker an, so richtig chillig. Viel besser als eine Jogginghose, einfach wie eine zweite Haut. Und dann haben wir auch noch hier diesen Sport-BH, der gehört zu diesem Soho-Set dazu. Genau, das ist einmal dieser Sport-BH und diese Sport-Leggings. Und das hier ist halt noch vom Set davor. Den Code, den ihr von mir bekommt, der nennt sich Mitra Spring. Und ich blende ihn euch hier nochmal ein. Also mit dem Code Mitra Spring bekommt ihr ab einem Mindestbestellwert von 79 Euro weitere Artikel gratis geschenkt, sowie 30% Rabatt auf die gesamte Bestellung, die ihr dort tätigt. Also Leute, ich glaube, dass der Peanut erkältet ist, weil er die ganze Zeit Schnupfen hat. Also ständig Schnupfen und auch sehr oft am Niesen ist. Und ich war zwar jetzt gestern beim Tierarzt, ich habe ihr das gesagt, aber sie meint, es wäre normal, weil er so eine kleine Nase hat. Aber er hat Schnupfen, also ich meine, ich beobachte das ja und er hat die ganze Zeit Schnupfen und ist die ganze Zeit am Niesen und ich denke, dass er eine Erkältung hat und es tut mir halt so leid, weil er halt wirklich sehr oft niest und dann halt die ganze Zeit seine Nase läuft und dir das dann immer ableckt und ja, ich habe jetzt mal gegoogelt, was man gegen eine Erkältung machen kann bei einem Hund und da steht, dass man den Hund warm und trocken halten soll. Husten hat er jetzt nicht, also nicht, dass ich das jetzt bemerkt hätte. Viel trinken sollen die und ja, Kamille und Thymian inhalieren. Ich weiß zwar nicht, wie die Hunde das jetzt inhalieren sollen, wie man das dann macht. Und der Peanut ist die ganze Zeit am Hin- und Herrennen und sich am Beschäftigen. Davor war er noch müde, aber jetzt irgendwie gar nicht mehr. Da verkriecht er sich wieder in die Ecke. Oh Mann. Peanut, was machst du denn da? Good morning. Good morning. Hi. Oder? Ja, so. Nein, zu Hause toben die auch die ganze Zeit und rennen von A bis Z. Ich finde, die machen das schon ganz gut und der ist auch motiviert. Die zwar nicht so extrem, aber die ist besser geworden auch, ja. Peanut, komm. Hier, komm.